So. Pionierarbeit, digitale Ordnungspolitik, haben wir jetzt das erste Panel am Samstag genannt. Machtkonzentration und Wettbewerbsordnung am Beispiel globaler digitaler Player. Ja. Ich gebe eine ganz kurze Einführung dazu. Es ist die Rede von, ich sag mal, großen Empörungsworten, Entflechtung, Zerschlagung. Wirtschaftsminister und Vizekanzler Gabriel, Innenminister de Maizière erwägten in der FAZ, Google zu zerschlagen. Medialer Hall war gewaltig. Das geltende Recht erlaube keine Zerschlagung, stellt Bundeskartellamtspräsident Mundt dazu in einem Interview mit der Rheinischen Post lakonisch klar und wiederholt, Google muss dazu gebracht werden, bei den Suchergebnissen Angebote von Wettbewerbern fair zu berücksichtigen. Im Prinzip ist immer das Gleiche. Es wird festgestellt, dass man handeln muss. Immer muss jemand anders handeln. Ball wird ein bisschen hin und her gespielt. Kartellamt zur Europäischen Kommission, in die Politik, politisches Berlin, politisches Brüssel und in Brüssel vom Parlament zur Kommission. 13. November 2014 ging von Berlin aus ein Schreiben mit Vorschlägen an die EU-Kommission nach Brüssel. Unterzeichnet von Sigmar Gabriel, Thomas de Maizière, Heiko Maas, Alexander Dobrindt. So, man merkt dem Schreiben an, es geht nicht so sehr um protektionistische Wirtschaftspolitik, sondern um internationale Gleichbehandlung. Moralische Kategorien helfen da nicht weiter. Die Unternehmen sind Plattformen, betriebswirtschaftliche Phänomene. Ihre Sachanlagen sind zwar im Vergleich zu traditionellen Konzernen mickrig, aber ihre Unternehmenswerte sind immens. Warum? Weil sich ihre Datenschätze ökonomisch entfalten, selbst wenn sie sich nicht bilanziell erfasst werden können. Diese Hebelwirkung verändert die Geschäftsmodelle. Wir müssen erst verstehen, was genau eine Internetplattform ist, sei es Facebook, Google, SAP oder Spotify, sagt Margarete Vestager, die EU-Kommissarin am 26. März diesen Jahres auf der internationalen Kartellkonferenz in Berlin. Sie hat recht. Kartellrechter müssen grundsätzliche Fragen klären, bevor ein passendes Schwert geschmiedet würde. Über was für eine Art von Macht reden wir? Was für Arten von Missbrauch gibt es eventuell in neu zu definierenden Märkten? Und gibt es überhaupt einen definierten Markt? Bisher werden Märkte ausschließlich nach ökonomischen Kriterien definiert. Dabei wird der Wert von Daten, von Informationen nicht immer voll berücksichtigt. Das könnte sich bald ändern. Die vier genannten Ressortminister schlagen der EU-Kommission vor, es soll geprüft werden, inwieweit für Plattformbetreiber über das kartellrechtliche Missbrauchsverbot hinaus eine Regulierung eingeführt werden solle. Und man denke darüber nach, die Fusionskontrolle für die Datenökonomie zu ergänzen. Auslöser für solche Überlegungen war unter anderem der Verkauf von WhatsApp durch Facebook im vergangenen Jahr. 19 Milliarden hatte Mark Zuckerberg für den Messenger-Dienst gezahlt. Übernahme fiel nicht unter die europäische Fusionskontrolle. Die Umsätze von WhatsApp sind zu gering. Aber sie spiegeln eben auch nicht den Wert des Unternehmens wider. Ja, seit mehr als 40 Jahren berät die Deutsche Monopolkommission die Bundesregierung und das Bundeskartellamt zu Fragen der Wettbewerbspolitik und des Wettbewerbsrechts. Zurzeit, beziehungsweise sie hat jetzt gearbeitet an einem Sondergutachten zu Fragen der Internetökonomie. Und da kommen wir jetzt zu unseren Gästen, die ich Ihnen kurz vorstellen will. Dankenswerterweise ist bei uns Professor Dr. Daniel Zimmer, Institut für Handels- und Wirtschaftsrecht der Universität Bonn. Daniel Zimmer war Professor an der Ruhr-Universität Bochum seit 2001. Seit 2001 Professor an der Universität Bonn, geschäftsführender Direktor des Instituts für Handels- und Wirtschaftsrecht und des Center for Advanced Studies in Law and Economics, Kassel. Seit 2008 ist er Mitglied und seit 2012 Vorsitzender der Monopolkommission. Außerdem war er in den Jahren 2010 bis 2011 Vorsitzender des Expertenrates zur Entwicklung von Ausstiegsszenarien aus krisenbedingten Beteiligungen des Bundes an Unternehmen des Finanzsektors. Und das ist interessant, er ist Autor des Buches Weniger Politik, Plädoyer für eine freiheitsorientierte Konzeption von Staat und Recht, erschienen im Verlag C.H. Beck, München 2013. Neben ihm sitzt Sabine Frank von Google Deutschland. Sabine Frank ist Volljuristin, das gilt übrigens für alle Teilnehmer dieses Panels, und leitet seit Januar 2012 den Bereich Regulierung, Verbraucher und Jugendschutz der Google Germany GmbH. Zuvor war sie mehr als 10 Jahre hauptamtliche Geschäftsführerin des Vereins Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter e.V., die FSM. Im Rahmen ihrer Tätigkeit begleitet Sabine Frank derzeit eine Reihe von Ehrenämtern. So ist sie unter anderem Beiratsmitglied von InHope und ClickSafe, Vorstandsmitglied der FSM und Mitglied des Koordinierungskreises Zentrums für Kinderschutz im Internet. Und last but not least, Dr. Konstantin von Notz, Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen, arbeitete nach dem Studium der Rechtswissenschaften der Dissertation im evangelischen Kirchenrecht in den Jahren 2004 bis 2009 als Rechtsanwalt in Mölln. Er ist seit 1995 Mitglied
bei Bündnis 90 Die Grünen, seit 2009 im Bundestag, ob man der Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft. Seit der 18. Wahlperiode ist er stellvertretender Fraktionsvorsitzender, Sprecher für Netzpolitik, ob man im ersten parlamentarischen Untersuchungsausschuss NSA und ob man im Ausschuss Digitale Agenda. Vielen Dank für Ihr Kommen heute Morgen. Ja, wir wollen einsteigen in die Diskussion mit Professor Zimmer. Die Monopolkommission hat das Gutachten mit dem Titel Wettbewerbspolitik, Herausforderung digitale Märkte vorgelegt. Und das enthält so eine vertiefte wettbewerbsökonomische und wettbewerbsrechtliche Analyse der Marktstrukturen ausgewählter digitaler Märkte. Und wir haben uns überlegt, dass wir gerne mit Ihnen einsteigen wollen, Professor Zimmer. Und zwar wollten wir ein wenig beleuchten Netzwerkeffekte, das Ausrollen von Kosten. Wir wollten sprechen auch über Fusionskontrolle, Ihre Gedanken dazu im Gutachten. Und dann steigen wir einfach in erste Runden zum Thema ein. Professor Zimmer, bitteschön. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Vielen Dank, Herr Römer, für die freundliche Einführung. Wir sind alle hier, weil es große Sorgen gibt, die sich verknüpfen mit der Marktstellung einzelner Unternehmen. Einzelne Unternehmen haben sehr starke Marktstellungen. Und ohne Namen zu nennen, kann man sagen, 90% der Suchanfragen aus Deutschland gehen bei einer Suchmaschine ein. Das größte soziale Netzwerk verzeichnet 15 Mal so viele Seitenaufrufe wie das zweitgrößte. Die Frage ist, wie erklären sich solche Konzentrationen? Und es gibt durchaus Erklärungen dafür und ich möchte mal drei anführen, die vielleicht auch die drei wichtigsten sind. Das erste sind Kostenstrukturen. Der Aufbau einer Plattform kann sehr teuer sein. Die Erstreckung des Dienstes auf immer weitere Nutzer kann dann praktisch umsonst sein, also praktisch kostenlos. Man spricht dann auch von der Null-Grenzkostenökonomie. Das heißt, der Erste, der hier erfolgreich war, der kann seinen Dienst auf immer weitere ausrollen und die, die später versuchen, in den Markt zu kommen, die mögen dann das Nachsehen haben. Der zweite Punkt sind Netzwerkeffekte. Herr Römer hat es kurz angesprochen. Ein soziales Netzwerk ist umso attraktiver, je mehr Nutzer es hat. Also wenn ein soziales Netzwerk die meisten Nutzer hat, dann ist es attraktiv für weitere Nutzer und es ist vielleicht auch durchaus sinnvoll, dass zum Schluss alle mehr oder weniger über ein soziales Netzwerk oder über eine Plattform kommunizieren. Man stelle sich mal vor, man müsste fünf verschiedene Plattformen praktisch konsultieren, um mit seinen verschiedenen Freunden sich auszutauschen. Ja, also es mag durchaus auch Vorteile haben, wenn man sich da auf einer Plattform bewegt. Der dritte Punkt ist Qualität. Die Qualität mancher Dienste steigt auch mit ihrer Größe. Die größte Suchmaschine lernt besser und schneller als jede andere. Und zwar einfach, weil sie die Klicks auswerten kann, automatisiert. Die Klicks, die Nutzer durchführen, auf der generischen Trefferliste, also auf der Google, um doch mal den Namen zu nennen, Trefferliste, kann Google automatisiert analysieren, was offenbar für die Nutzer relevant ist und was weniger relevant ist. Und wenn ich das in geschickter Weise mache, dann lerne ich täglich dazu und kann täglich auch sozusagen die Qualität der Trefferlisten verbessern. Und die Maschine, die viel weniger an Aufkommen hat, wenn Sie so wollen, viel weniger weiß, viel weniger Daten hat, wie man es auch immer nennen möchte, die wird nicht so einfach dahinterher kommen. Und diese starke Marktstellung besteht mit den 90% der Suchanfragen aus Deutschland. In Amerika ist es ein bisschen weniger, aber da ist es auch die dominierende Suchmaschine. Ja, das bringt wohl zum Ausdruck, dass der Dienst sehr geschätzt wird. Und wenn Sie hier eine Umfrage machen würden, wer welche Suchmaschine nutzt, muss man natürlich immer in solchen öffentlichen Runden Rechnung stellen, dass sich nicht jeder outet, aber dann könnte ich mir doch vorstellen, dass der eine oder die andere sich hier auch bekennt und sagt, ja, ich nutze auch diese Suchmaschine. Also das bringt zum Ausdruck, dass es offenbar
der geschätzte Leistung ist. Wenn man das mal alles in Rechnung stellt, was ich bisher gesagt habe, dann können Zweifel daran kommen, ob es sehr geschickt ist, an die Größe der Plattformen zu gehen und zum Beispiel, um das Z-Wort zu gebrauchen, an eine Zerschlagung zu denken oder Entflechtung, um es ein bisschen vornehmer auszudrücken. Also die Frage ist, ob wir damit nicht an die Qualität auch der Dienste letztlich herangehen und ob man nicht den Nutzern, den Verbrauchern Steine statt Brot gibt, wenn man hier interveniert. Deshalb wäre also meine Neigung zu sagen, lassen Sie uns erstmal, bevor man nun an die ganz dramatischen Mittel denkt, drüber nachdenken, ob man die Sache gezielter und intelligenter angehen kann. Ich fasse mich kurz. Wir wollen ja miteinander diskutieren. Also wichtig erscheint gerade bei starken Diensten, starken Anbietern, dass sie immer noch angreifbar sind. Das heißt, umgekehrt gesprochen, wenn ein Unternehmen mal nicht mehr angreifbar ist, kann sich sozusagen zurücklehnen, die Arme verschränken, den Service verschlechtern, Preise steigern, überhaupt erstmal Preise nehmen von den Nutzern. Und das ist also die Situation, die nach Möglichkeit, wenn es uns eigentlich um sowas wie Nutzerwohl geht, die möglichst vermieden werden sollte. Die Frage ist, wie kann man das vermeiden, dass es zu einer solchen gesicherten Monopolstellung kommt? Oder umgekehrt gesprochen, wie kann man die Angreifbarkeit dieser Stellung nach Möglichkeit schützen? Und da kommt das Kartellrecht ins Spiel, das Sie genannt haben, Herr Römer. Da hat die Monopolkommission in dem Sondergutachten auch konkrete Vorschläge gemacht, einfach zur Verbesserung des Kartellrechts, um die Angreifbarkeit von Stellungen, losgelöst von einzelnen Unternehmen, um die Angreifbarkeit stärker zu sichern. Der eine Punkt ist, das haben Sie gerade angedeutet, dass nach derzeitiger Gesetzeslage sowohl im europäischen Recht als auch im deutschen Recht man auf die, wenn man so will, historischen Umsätze schaut, wenn es überhaupt um die Frage der Anwendbarkeit der Zusammenschlusskontrolle geht. Das erscheint in einem Bereich, in dem Unternehmen oft kaum Umsätze generieren, jedenfalls in der Vergangenheit, als Start-ups kaum Umsätze generiert haben, aber doch ein enormes wirtschaftliches Potenzial haben, nicht unbedingt ausreichend, sodass wir da einen konkreten Vorschlag gemacht haben, wie man die Fusionskontrolle verbessern kann. Man müsste auch die Missbrauchsaufsicht verbessern, also Missbrauch marktbeherrschender Unternehmen, Missbrauch marktbeherrschender Stellungen. Das dauert viel zu lang. Das Google-Verfahren in Brüssel läuft jetzt 4,5 Jahre und das Ende ist noch nicht abzusehen. Das ist in einer dynamischen Wirtschaft, in einer dynamischen Branche völlig unangemessen. Ja, nach 4,5 Jahren, also wenn ein Marktbeherrscher mit Missbräuchen seine Stellung über 5 Jahre noch zementieren könnte, dann wäre das natürlich völlig eigentlich indiskutabler Zustand. Und deshalb haben wir da also für deutliche, auch für eine Änderung der Regeln in dem Sinne, dass es schneller geht, plädiert. Im Übrigen, und das ist, damit möchte ich es dann auch bewenden lassen, erscheint mir das größere Bedenken und das größere Anliegen im Bereich des Datenschutzes, der Persönlichkeitsrechte zu liegen. Also dass hier Unternehmen in einem Maß, wie man sich das vor kurzer Zeit noch nicht hat vorstellen können, personenbezogene Daten generieren oder sammeln, auswerten, zu Profilen, zu Persönlichkeitsprofilen zusammenzustellen, das bedroht meines Erachtens die Individuen in einer ganz anderen Weise als die Konzentration beim Wettbewerb, solange man für Angreifbarkeit der Stellungen sorgt. Also der Datenschutzaspekt, der scheint mir der eigentlich wichtige zu sein. Und da scheint es mir wichtig zu sein, dass wir eine stringente Datenschutzgrundverordnung bekommen. Da können wir auch gerne drüber sprechen. Da scheint mir auch, schiene mir auch noch Verbesserungspotenzial zu sein. Die Verordnung ist ja noch nicht ganz durch. Und das scheint mir also das wichtigere Thema, wo auch die Sorgen der Menschen begründeter sind als bei der Wettbewerbsfrage. Das soll es erstmal sein. Danke. Ganz herzlichen Dank, Professor Zimmer, für die Einführung. Was den Datenschutz betrifft, ich glaube, da werden wir dann die letzte Runde zu drehen. Hat mir auch gerade im Bundestag gewisse Erfahrungen gemacht, wie Daten zu schützen sind, beziehungsweise wie sie nicht geschützt worden sind. Ich möchte aber einsteigen, natürlich, Sie haben es benannt, Steine statt Brot, das Z-Wort oder die euphemistische Schwester des Z-Wortes, die Entflechtung.
das E-Wort, das fiel auch in einer Anfrage der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen an die Bundesregierung in Nachfrage dieses erwähnten FAZ-Artikels, Konstantin von Notz. Ich vermute, dass Sie Professor Zimmer nicht in allen Punkten zustimmen. Insbesondere jetzt bezogen auf Überlegungen zu Maßnahmen des Marktmissbrauchs und der Entflechtung. Das will ich jetzt so erstmal gar nicht sagen. Also die politische Debatte, von der die Rede ist, die ist insofern maximal unglaubwürdig, weil sie angestoßen worden ist, ich glaube, eine Woche vor der Europawahl. Da hat der Wirtschaftsminister von Zerschlagung geredet gegenüber Google. Da füttert man sozusagen mehrere Dinge, so ein bisschen Anti-Amerikanismus und dass man irgendwie was Tolles machen will. Aber ich habe immer das Gefühl, dass im Grunde diese Dinge komplett an der Realität und an den Sachen, die man tatsächlich schnell und zügig machen könnten, vorbeigehen. Also die effektivste aller Regulierungsmaßnahmen, ja, die könnte man im Handumdrehen machen. Man kündigt nämlich einfach Safe Harbor. So. Und dann können die amerikanischen Unternehmen die Daten, die sie hier in Europa sammeln, nicht mehr einfach nach Amerika schieben. Und dann macht man sich auch ehrlich, weil nämlich die Grundlage für dieses Abkommen Safe Harbor ist, dass zugesichert wird, dass in Amerika die gleichen Datenschutzstandards gelten wie in Deutschland bzw. Europa, was offensichtlich verkehrt ist und keine richtige Annahme. Aber trotzdem sozusagen folgen alle dieser Suggestion, dass das so wäre. Und solange ich mich nicht traue, das zu machen, ja, solange ich nicht sage, okay, ich kündige Safe Harbor, weil offensichtlich wissen wir eben nicht genau, was mit den Daten passiert. Wer muss sich trauen? Ja, in diesem Fall natürlich die Europäische Union, aber Deutschland tut ja immer so, sozusagen bei allen guten Dingen, die in Brüssel passieren, sind sie die Treiber und bei allen schlechten ist Brüssel verrückt. Das ist natürlich nicht so. Deutschland spielt da eine wesentliche Rolle und bei vielen Dingen, die eben nicht passieren, eben auch. Und das zum Beispiel Aussetzen von Safe Harbor treibt eben Deutschland auch nicht voran. Und jeder, den Sie fragen in der Bundesregierung, auch Sigmar Gabriel, sagt nicht, dass das auf seiner Agenda steht. Deswegen, also um zur Grundfrage zurückzukommen, ob ich da jetzt sozusagen erstmal vehement widerspreche, solange wir eben uns nicht darauf verständigen können, dass die Politik zumindest bestimmte Transparenzanforderungen an Unternehmen stellt, damit Leute überhaupt eine Entscheidung fällen können, die Grundlage für Wettbewerb ist. Solange brauchen wir auch nicht über so komplizierte Dinge wie Zerschlagung und Entflechtung zu reden. Das eine ist nämlich sehr viel schneller und sehr viel einfacher durchsetzbar als das andere. Und im Augenblick profitieren eben die großen Oligopole im Internet davon, dass eben man populistisch ab und zu mal das Wort Zerschlagung in den Raum stellt, aber eben letztlich die ganz trivialen Regulierungsdinge, die passieren müssen, nicht angeht. Okay, also das heißt, der Ruf nach Zerschlagung ist eigentlich Ausdruck von Ratlosigkeit. Ja, ist erstmal politischer Populismus, wenn man ja das eine Woche vor einer, als Wirtschaftsminister der viertgrößten Wirtschaftsnation der Welt, eine Woche vor der Europawahl eben in den Raum stellt, dann macht man mit Google und sozusagen Politik, ja, aber eben nur im Sinne von Stimmungsmache. Ich erwarte, dass der Wirtschaftsminister eben tatsächlich irgendwie was angeht. Und wenn man sich den Bereich des Datenschutzes anguckt, ja, ich stimme völlig zu, das ist ein, also da ist eben etwas entstanden, das Problem hatte man in der Form nicht auf dem Zettel, wobei also inzwischen ist das Problem auch nicht mehr so neu und eigentlich weiß man, was gemacht werden muss, aber wenn es dann eben um die Wurst geht, wenn man sagt, europäische Datenschutzverordnung, dann kommen alle Lobbyisten dieser Welt und blockieren eben diese Leute, die in Verantwortung sind und wie gesagt, die lassen dann lieber mal das Wort Zerschlagung fallen, als dass sie eben einen vernünftigen Datenschutz machen. Und der wäre eben die Voraussetzung für Wettbewerb. Wenn ich den Gedanken noch sozusagen einmal klarer, ja, also dass wir alle bei Facebook sind, das hat natürlich viel damit zu tun, dass wir alle nicht verstehen, was Facebook eigentlich macht. Ich beschäftige mich seit 6 Jahren sehr intensiv mit Facebook. Ja, was macht Facebook? Ja, das genau, frage ich mich auch.
Also das, ja, es ist ja wirklich, es ist wirklich total faszinierend, ja. Wir alle, wir sagen ja, die machen irgendwas mit Daten, ja klar. Aber sozusagen, was machen die tatsächlich? Wie sieht es konkret aus? Sozusagen, was für Optionen sind in der Planung? Warum ist das eigentlich ein multimilliardenschweres Unternehmen? Was sind eigentlich die Pläne für die nächsten 10 Jahre? Wollen die sozusagen zukünftig meinem Arbeitgeber erzählen, also der Notz und so, ne, im Finanzbereich setzt ihn lieber nicht ein, weil da hat er die falschen Freunde, aber so, ja, also ist das ein Geschäftsmodell? Wir wissen es schlicht nicht. Und wir wissen es nicht, weil man diese Unternehmen eben nicht reguliert, weil man keine Transparenzvorschriften macht. Das Ähnliches könnte man über Google sagen, dass eben, ja, und dieser Mangel an Transparenz verhindert Wettbewerb und das führt eben dazu, dass wir alle sozusagen die Dinge einfach nutzen, so wie wir Dinge einfach essen würden, wenn wir nicht wissen, was draufsteht, weil eben nicht die Politik bestimmte Angabenpflichten abverlangt. Solange wir noch nicht mal zu den kleinen Schritten bereit sind, kommt mir eben die Diskussion um das Z-Wort extrem populistisch vor. Vielen Dank, Konstantin. Ich leite mal über zu einem sehr konkreten Fall, der ja jetzt in Brüssel vorliegt, und zwar die sogenannte, ich muss mal so auf Englisch mal anschauen, dass ich das richtig sage, das sogenannte Statement of Objections. Jetzt gab es dazu sowohl einen Blogpost wie auch ein Memo, und da hat Google einfach mal den Case gemacht, ganz sachlich, das Argument sozusagen für Google. Ich lese da, the competition is just one click away, mobile is changing everything, competition online is thriving. Also mit anderen Worten, eigentlich gibt es gar kein Problem. Oder wie würden Sie jetzt sozusagen den gegenwärtigen Stand der Dinge in diesem Verfahren einschätzen unter Wettbewerbsaspekten? Also das ist ja ein Zwischenstand eines, wie schon gesagt wurde, laufenden mehrjährigen Verfahrens. Wir sind im Jahr 5 des Wettbewerbsverfahrens. Ja. Statement of Objection ist ein sehr bekannter Zwischenschritt, wo die Kommission sozusagen ihre Aussagen erstmal getroffen hat und nun Google aufgefordert hat, sich dazu zu äußern. Dazu haben wir noch ein paar Tage, Wochen Zeit, es zu tun. Das werden wir also sehr ausführlich tun. Das heißt aber noch gar nichts. Also es gibt keine Voraussehbarkeit, was mit dem Verfahren dann passiert. Also es könnte alles Mögliche passieren. Es könnte eingestellt werden, weil die Kommission überzeugt ist von den Argumenten, die wir liefern. Es könnte sein, dass man in weitere Verhandlungen tritt. Sie wissen vielleicht, das ist ja schon sozusagen unter der vorigen Kommission da Vorschläge von Google zu gab, die nicht zu einem sozusagen Abschluss des Verfahrens geführt haben. Oder es könnte auch sein, dass wir die Kommission nicht überzeugen können. Also all das ist noch möglich. Das wird man also sehen, was passiert. Wir haben uns, und Sie haben das zitiert, dazu geäußert, wie wir das sehen. Und vielleicht ist das auch ein ganz guter Einstieg, ein bisschen breiter auszuführen. Also das Verfahren richtet sich um den Bereich Google Shopping. Also das ist ein Werbebereich innerhalb, oberhalb der Suchmaschine für kommerzielle Suchergebnisse, die sie suchen und finden. Das ist also ein sehr spezialisierter Bereich. Es geht nicht um die generelle Suche. Das ist vielleicht auch wichtig zu sagen, weil das sehr häufig in den allgemeinen Diskussionen und politischen Diskussionen durcheinander geworfen wird. Genau, also da wird man sehen. Ich glaube, Sie können sehr gut nachvollziehen, wenn Sie sich den Blogpost, und vielleicht gibt es das in der Dokumentation als Follow-up, darf ich Ihnen den Link dann nochmal zur Verfügung stellen, sieht man sehr gut in den Grafiken, dass in den letzten 5 Jahren der Bereich des Shopping nicht sozusagen mit dem Zeitpunkt, als Google Shopping eingeführt wurde, zusammengebrochen ist, sondern dass insbesondere Amazon und eBay sehr, sehr, sehr deutlich 3-mal so häufig, 4-mal so häufig genutzt werden, wie Google Shopping genutzt wird. Und Google Shopping sieht man sehr weit unten in der Linie mit vielen anderen Shopping-Diensten noch. Also sozusagen dieses Argument, und das kann man jetzt, und das ist vielleicht einer der wenigen Vorzüge der Länge des Verfahrens, sehr schön sehen, dass zu dem Zeitpunkt, als das Verfahren eröffnet wurde, bis jetzt nicht sozusagen die Situation entstanden ist, dass die Mitbewerber alle aus dem Markt vertrieben wurden, sondern ganz im Gegenteil, die Mitbewerber haben ein sehr erfolgreiches Dasein. Das ist ihnen zu gönnen und sehr schön, aber zeigt ja vielleicht auch, dass eine unmittelbare Bedrohung der Wettbewerbssituation nicht vorliegt. Aber wir werden sehen, wie das weiter sich entwickelt. Ich glaube auch, und das ist das andere Beispiel oder das andere Argument, was in dem Blogpost auch vorkommt, ist das Thema Mobile. Wir alle, ich denke, Sie alle nutzen sozusagen das Internet vermutlich auch heute schon öfter mobil als tatsächlich über den Desktop. Es geht nicht nur uns so, sondern
letztlich allen Menschen so. 60% des Internetverkehrs wird über Mobile Traffic erzeugt, nur noch 40% über den Desktop. Und innerhalb des mobilen Datenverkehrs sind 7 von 8 Minuten, die dort verbracht werden, Minuten, die innerhalb von Apps verbracht werden. Vielleicht überprüfen Sie das mit Ihrem eigenen Nutzungsverhalten. Was machen Sie im mobilen Internet? Nutzen Sie Apps oder nutzen Sie sozusagen eher den Browser, um dann weiterzugehen? Ich vermute, auch auf Ihr Nutzungsverhalten trifft es zu, dass es eher innerhalb von Apps ist. Das heißt, die Frage, diese 90% Suchmaschinennutzung, die wir in Deutschland über Google haben, das ist wirklich auch eine große Herausforderung für das Unternehmen. Wird das denn in Zukunft überhaupt noch so sein, wenn wir alle über Apps das Internet navigieren und innerhalb der App natürlich auch Browser haben, die mich aber nicht rausführen, sondern innerhalb der App belassen? Ne? Also Facebook hat natürlich auch einen eigenen Browser integriert, aber werde ich da rausgeleitet oder bleibe ich drin? Also Sie sehen, ich glaube, das, was wir gerne sozusagen unterstreichen, ist die Tatsache, dass die Diskussionen, die wir heute führen, in Brüssel führen, aber auch in Deutschland führen, sind Diskussionen von gestern, ne? Die sozusagen, wo Desktop-Suche das entscheidende Kriterium war. Das ist heute schon nicht mehr der Fall und wir müssen uns angucken, was passiert in der Zukunft. Ich würde nachher gerne nochmal auf die Punkte von Herrn von Notz eingehen, inwieweit ist sozusagen das Thema Datenschutz und Freiheit und sozusagen Einsichtbarkeit in die Daten entscheidend. Ich glaube, dass wir dazu auch gerade in den jüngsten Wochen dazu auch Beispiele geliefert haben, wie Google Möglichkeiten eröffnet, erweiterte Möglichkeiten eröffnet für Nutzer, Datenkontrolle tatsächlich auch auszuüben. Aber dazu in der nächsten Runde. Das wollen wir in der nächsten Runde diskutieren. Ich möchte noch einmal auf den, doch noch an dem Wettbewerbspunkt stehen bleiben. Sie haben die Verfahrensdauer erwähnt. 4,5 Jahre. Das hört sich eher an sozusagen wie analoge Verfahren aus der Steinzeit. Ich entnehme auch dem Gutachten, dass das auch von Seiten der Monopolkommission durchaus eine Verschnellerung der Verfahren gewünscht ist, aber auch in der sozusagen als Missbrauchs, wie soll man das sagen, als Korrektur von Missbrauch die Überlegung, wie man die Umsätze der Unternehmen klarer und anders definieren kann. Ja. Und da wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie nochmal eingehen könnten. Wir haben ja große Artikel in letzter Zeit, ob Springer das macht oder der Spiegel, über Silicon Valley, kleine Start-ups, die bis zu einer gewissen Größe kommen, große Gewinne versprechen. Ja. Wie kann Kartellrecht bzw. wie kann Recht überhaupt das fassen, damit, und so, das unterstelle ich, auch überhaupt schnellere Verfahren ermöglicht werden? Könnten Sie dazu nochmal Stellung nehmen? Gerne. Es sind zwei Bereiche, an die man hier denken kann. Und der eine Bereich ist tatsächlich die Fusionskontrolle oder Zusammenschlusskontrolle. Da braucht man zunächst mal klare Regeln dazu, wann die überhaupt Anwendung findet. Es besteht also bis heute Einigkeit, dass nicht jeder Zusammenschluss von zwei lokalen Bäckern angemeldet werden soll in Brüssel oder in Bonn beim Bundeskartellamt, sondern dass es wirklich wirtschaftlich bedeutsame Vorgänge sind, die hier Anlass geben zu einer Fusionsprüfung. Und dieser Anwendungsbereich ist bis heute geknüpft an Umsatzziffern. Die Brüsseler Fusionskontrolle bei der EU-Kommission ist im Wesentlichen daran geknüpft, dass man Gesamtumsätze aller am Zusammenschluss beteiligten Unternehmen von wenigstens 2,5 Milliarden Euro hat. Die deutsche Fusionskontrolle, da liegen die Zahlen ein Stück drunter. Aber immer geht es um Umsätze. Und bei neu gegründeten Unternehmen im Technologiebereich ist es ja so, die haben häufig keine großen Umsätze, die werden auch häufig gegründet mit irgendwelchen neuen Ideen, um nach Möglichkeit verkauft zu werden, nach relativ kurzer Zeit, an den, der am meisten dafür bietet. Und so ein Unternehmen, das viel dafür bietet, sitzt hier neben mir. Andere Unternehmen bieten auch oft viel. Also es ist so, dass erfolgversprechende Ideen und erfolgversprechende Start-ups, gerade im Silicon Valley, aber ich stelle mir das hier in Berlin genauso vor. Ja, in der Factory beispielsweise. Ja, klar. Relativ schnell dann aufgekauft werden. Das ist der sogenannte Exit aus Sicht der Gründer. Und die hoffen dann mit dem, was sie da geschaffen haben, auf, weiß ich nicht, 1 Million, 3 Millionen, 5 Millionen, 10 Millionen. Das ist natürlich im Zweifel
gelingt ihnen das auch nicht gerade mit jedem Start-up, sondern sie hoffen darauf, das irgendwann mal zu schaffen. Aber das ist im Grunde so eine Art Geschäftsmodell, dass man Ideen generiert und die entsprechenden Dienstleistungen aufsetzt und dann das Ganze verkauft. Und wenn wir in der Phase sind, dann gibt es noch keine Umsätze oder wenig Umsätze, zumal es ja häufig um Leistungen geht, die jedenfalls für die Nutzer kostenlos erbracht werden. Ja, also Sie haben es ja angeführt, WhatsApp hat nur ganz geringe Umsätze gehabt und wäre deshalb beinahe unter der europäischen Fusionskontrolle unter dem Radar durchgeflogen. Aber es hat halt ein ungeheures Potenzial. Und das war Facebook 19 Milliarden Dollar wert, dieses Potenzial. Und da haben wir jetzt gesagt, dann sollte man die Fusionskontrolle erweitern und sollte zusätzliche sogenannte Aufgreiftatbestände schaffen, indem man sagt, es kommt nicht nur auf Umsätze an, sondern die Fusionskontrolle soll zusätzlich auch dann eingreifen, wenn hohe Kaufpreise bezahlt werden, weil die Kaufpreise vielleicht genauso ein Potenzial zum Ausdruck bringen, wie es die Umsätze tun. Also das ist das eine Thema. Das andere Thema ist Missbrauchsaufsicht, Dauer der Verfahren. Folgendes fällt auf. Vor ungefähr 10 Jahren ist die Missbrauchsaufsicht ergänzt worden um die Möglichkeit zu einvernehmlichen Lösungen, sogenannte Commitment Decisions. Das heißt, die Unternehmen sagen, ja, wir werden in Zukunft uns anständig verhalten und bestimmte Handlungen nicht mehr vornehmen. Also die geben Zusagen und dann sagt die Europäische Kommission oder dann sagt das Bundeskartellamt, okay, wir machen diese Zusage jetzt verpflichtend und dafür stellen wir das Verfahren ein. Diese Art von Verfahren hat sich stark durchgesetzt und eine Idee dabei war, dass die Verfahren schneller werden sollen. Wir beobachten in der Praxis, dass sie zum Teil länger dauern. Also es gab ja Zusagenangebote von Google, ich sage also nicht mehr zu dem Fall als diese dürren Worte, es gab Zusagenangebote von Google und da ist lange drüber verhandelt worden und dem vormaligen Kommissar Almunia schienen die auch zielführend und ausreichend und die neue Kommissarin sagt nein. Also das geht hin und her mit diesen Zusagenangeboten und insgesamt kommt man dann zu solchen Verfahrensdauern. Und da haben wir konkrete Vorschläge gemacht, also zum einen, dass man stärker sowas wie einstweilige Anordnungen auch hat in derartigen Verfahren und dann auch, dass man Anreize für beide Beteiligte, also für die Kartellbehörde und für die Unternehmen, schafft zu schnelleren Zusagenentscheidungen. Und wenn es das nicht ist, wenn man nicht in einer sehr begrenzten Zeitspanne so eine Zusagenentscheidung hat, dann, und das ist natürlich dann auch unattraktiv für das Unternehmen, muss es doch eine Entscheidung von oben geben, eine streitige Entscheidung. Das sind so die Ideen in dem Bereich. Vielen Dank. Zum Verfahren, Konstantin. Sind diese Vorschläge, so sage ich mal, aus Sicht der Fraktion, ist das ausreichend? Kann das helfen? Oder sind das nur kosmetische, sage ich mal, Änderungen, die nicht zu Ergebnissen führen können? Naja, also wenn man konkrete Schritte angeht, dann ist das auf jeden Fall erstmal unterstützenswert. Ich wollte nochmal an die Argumentation vorher anknüpfen. Mhm. Also ich persönlich bin mir nicht sicher, ob WhatsApp 19 Milliarden wert ist. Und das ist auch eine interessante sozusagen Frage im Hinblick auf das Wettbewerbsrecht, weil natürlich ist das an Umsätze gebunden und sozusagen die Datenmacht, die wird nicht eingepreist. Das teile ich, dass das grundsätzlich ein Problem ist. Aber die entscheidende Frage, wie groß diese Datenmacht in den nächsten Jahren sein wird, die ist dann wieder eine regulatorische Entscheidung, die übrigens noch getroffen werden muss. Auch in den USA und auch hier. Also wir werden eben an irgendeiner Phase zu dem Punkt kommen, wo all die Erwartungen, was mit Daten gemacht werden darf und so, die müssen dann auf die Schiene gesetzt werden. Und das wird die Nullstunde sein, wo man dann eben sagt, ja gut, WhatsApp ist 19 Milliarden wert oder eben auch gerade nicht. Wie bewerte ich Daten? Ja, wie bewerte ich Daten? Monetär. Das ist eben im Augenblick verbunden und verknüpft mit einer sozusagen Vision, die manche cool und andere schauderhaft finden, nämlich dass man sozusagen Scoring, sage ich mal,
in alle Lebensbereiche ausdehnt. Ja, also nicht nur Scoring Schufa Kreditwürdigkeit, sondern eben wir werden alle gescored aufgrund unserer Daten und kommen dann in bestimmte Schubladen und finden unseren Platz in der Gesellschaft. Das ist so, wenn ich es mal in einem Satz sagen soll, so die Vision. Und wenn man das sozusagen zu 100% machen kann, da lassen sich bestimmt gewisse Margen sozusagen entwickeln. Aber ich bin mir eben nicht sicher, ob das tatsächlich am Ende des Tages so kommt, weil es da enorme Widerstände gegen geben wird, ja, wenn die Leute erstmal verstehen, dass ihre Kinder die letzten 5 Jahre, die immer auf Facebook rumgedaddelt haben, darüber entscheiden durch ihr Verhalten, auf welcher Uni sie studieren dürfen oder so. Wenn du das in der freien Gesellschaft dann versuchst durchzuziehen, da gibt es extreme Widerstände. Aber perfektes Wettbewerbsrecht würde quasi den gläsernen Mensch voraussetzen. Nein, ich will damit sagen, die Frage des Wettbewerbs im Hinblick auf diese Vermachtungsstrukturen, die entscheiden sich auch noch an anderen Stellen und an Entscheidungen, die politisch noch getroffen werden müssen. Und ich wäre eben, wir werben als Fraktion schon seit ein paar Jahren sehr hart dafür, diese Entscheidung eben jetzt zu treffen, darüber zu diskutieren, wie wollen wir das machen, was wollen wir zulassen, was macht Sinn, sozusagen, ich sage ja auch nicht, dass jede Art der Datenerhebung per se falsch ist und wenn die Nutzer es entscheiden können in bestimmten Zusammenhängen, dann ja, muss man auch sagen, es ist eben deine eigene Entscheidung, was du preisgibst oder nicht. Aber es muss trotzdem ein regulativer Rahmen eingezogen werden. Und es hinken immer alle Beispiele, ich mache es jetzt trotzdem. Ja, im Lebensmittelrecht können wir als gutes Beispiel nehmen. Theoretisch könnte man ja, wenn man da so eine hart libertäre Position einnimmt, sagen, jeder ist schon irgendwie dafür selbstverantwortlich, was er frisst. Ja? Und da ist ja auch was Wahres dran. Und man, ja, so. Aber trotzdem haben wir in dem Bereich, weil er eben doch auch irgendwie sensibel ist, eine starke Regulation. Ja, niemand kann in Deutschland ein Würstchen verkaufen, ohne dass er nicht irgendwie gesundheitsgeprüft ist. Und wenn du ein Würstchen verkaufst, von dem die Leute krank werden, dann kommt die Polizei und außer in Bayern. Außer in Bayern. Ja, da wird man Fußballmanager. Nee. Und sozusagen, da haben wir inzwischen eben, ne, und heute weiß ich, egal wo ich hingehe, in Berlin, wenn ich irgendwo ein Würstchen kaufe in Deutschland, da kann ich mich drauf verlassen, bis auf ganz wenige Ausnahmen, davon gehe ich nicht ein oder werde nicht schlimm krank oder so. Und ich glaube, dass das am Ende des Tages eben auch in der Digitalisierung funktionieren wird. Oder ich kann es ein bisschen zuspitzen, damit es interessanter ist. Wenn wir das nicht machen, dann ist die interessante Frage, in was für einer Form der Gesellschaft wir landen werden. Deswegen, ich würde behaupten, um das Merkel-Wort mal zu sagen, es ist alternativlos, dass wir diesen Bereich regeln. Sonst werden wir in einem nicht sehr freiheitlichen Gesellschaftskastensystem aufwachen, der uns allen, glaube ich, nicht gefallen wird. Und deswegen glaube ich, dass wettbewerbsrechtlich sozusagen, also wir diskutieren noch nicht mal die Grundlagen. Wir sagen, alle gehen, wenn ich jetzt das Beispiel strapazieren soll, wir alle sozusagen gehen zu dem einen großen Lebensmittelkonzern und kaufen immer nur da, weil die Politik sich nicht traut, sozusagen zu regulieren, Kontrollen zu machen, transparent zu machen, was da drin ist. Und das ist im Grunde unser Problem. Und sozusagen, um Wettbewerb zu ermöglichen, durch Transparenz, durch Alternativen, die die Nutzerinnen und Nutzer, die Verbraucher eben letztlich haben, müssen wir Gesetze machen. Und diese Gesetze hängen sozusagen seit Jahren in Verfahren, werden massiv obstruiert. Die Lobbys versuchen alles, um eben einheitliche Rechtsrahmen zu verhindern, weil man eigentlich diesen Zustand sozusagen des fröhlichen Weitermachens erstmal noch erhalten will. Und ich glaube, wir werden zu einem Punkt kommen, wo das eben nicht mehr akzeptiert wird. Frau Frank, selbstverständlich würde ich Sie bitten, da mal so zu replizieren. Vielleicht noch dazu, als hauptamtliche Geschäftsführerin des Vereins Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter, würde ich nur noch mal appellieren, wenn hier das Wort von den sicheren Würsten fällt, ja, was ist denn jetzt, was tut Google als Beispiel, ja, um genau, sage ich mal, schon diesen
Regulierungswünschen entgegenzukommen? Also wie viel sozusagen Selbstkontrolle erlegen Sie sich selber auf? Ich komme da gleich drauf zurück. Gerne. Ich würde den Bogen ein bisschen größer noch spannen. Wenn wir über sozusagen Datenschutz und Dienste und Wettbewerb reden, glaube ich, müssen wir schon nochmal unterscheiden, dass die Plattformen, über die wir reden, hier völlig fundamental unterschiedlich sind und ganz andere Arten von sozusagen Daten nutzen und verwenden und ich Daten reingebe oder auch nicht. Die Suchmaschine hat mit sozialen Netzwerken sozusagen in der Datenverarbeitung reichlich wenig zu tun. Also wenn Sie eine Suche eingeben und sagen, Sie suchen einen Blumenladen in Berlin, dann sind das die Daten, die Sie eingeben, die verarbeitet werden. Ne? Also ich brauche im Rahmen der Suche relativ wenig Daten. Das, was ich allerdings nutzen kann, ist als Suchmaschine. Wenn viele Leute meinen Dienst nutzen, habe ich eine höhere Anzahl an neuen Suchen. Also 15% aller Suchanfragen, die die Google-Suche bekommt, sind wirklich neue Anfragen. Das ist der entscheidende, sozusagen der entscheidende Wert. Und Sie dürfen nicht vergessen, Geld wird verdient im Rahmen der Google-Suche mit den Anzeigen, die Sie rechts neben der oder überhalb den originären Suchergebnissen finden. Aber auch für diese Werbeanzeigen brauchen wir sehr wenig Daten. Das sind nämlich die Daten, die Sie eingeben. Blumenladen in Berlin. So, das heißt, Sie sind nicht interessiert an einem Blumenladen in Hamburg oder in San Francisco oder sonst irgendwas und eine Reinigung interessiert Sie gerade auch nicht. Also es ist nicht so, dass in diesem Rahmen wahnsinnig viele Daten benötigt werden. Das ist das, was fälschlicherweise aber jedoch sehr häufig gesagt wird. Im Rahmen von sozialen Netzwerken ist es was anderes, weil ich da als Nutzer sehr bewusst unter Umständen sehr viele Daten reingebe. Aber ich glaube, da kommen wir zurück zu der Frage mündiger Bürger und was müssen Unternehmen tun, aber vielleicht wir als Gesellschaft auch. Sozusagen dieses Bewusstsein, es ist vielleicht nicht so cool, wenn ich die Bilder meiner Kinder täglich dort einstelle. Und ja, vielleicht haben meine Kinder auch ein eigenes Recht an Persönlichkeit und können später mal selbst entscheiden, ob sie das machen oder nicht. Das erleben wir aber als Gesellschaft wirklich ganz anders. Da wird relativ viel einfach wahrscheinlich unreflektiert reingegeben. Ich habe vorhin schon mal kurz angeschnitten, dass wir Sie als Nutzer, wenn Sie denn überhaupt ein Google-Konto besitzen, in die Lage versetzen, über den Dienst Mein Konto oder über die Anzeigen Mein Konto sehr gezielt zu entscheiden, in welchem Dienst wollen Sie welche Informationen erhalten. Sie können Ihre Suchhistorie löschen. Wenn Sie ein YouTube-Konto haben, können Sie ganzen Aufrufe der Videos, die Sie bis jetzt angeguckt haben, löschen. Sie können pausieren, dass es in Zukunft auch nicht mehr mitgeschnitten wird. Sie können entscheiden, ob Sie Werbung personalisiert haben wollen oder auch nicht. Dann können Sie es mit einem Slider ausschalten. Dann kriegen Sie immer noch Werbung angezeigt, weil das ist der sozusagen die Refinanzierungsoption, die Google gewählt hat. Die Alternative dazu ist, wir würden ein Kaufverfahren, ein Bezahlverfahren einführen. Ich glaube, das wollen weder die Nutzer noch im Moment das Unternehmen. Also das ist sozusagen der Bereich. Und dann kommen wir zur Frage, wie lange hält denn überhaupt so ein Status an? Also als Google gegründet wurde, hat man von Yahoo gesagt, also Yahoo hat eine Marktposition, die wird sich niemals im Suchbereich sozusagen übertreffen lassen. So, jetzt reden wir mit der gleichen Thematik über Google. Und ich glaube, die Historie hat gezeigt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Neuer kommt, der eine ganz neue Idee hatte, sehr wahrscheinlich ist. Yahoo hatte zum Zeitpunkt, als Google eingeführt wurde, natürlich sehr viel mehr Daten, als Google das hatte. Google hatte aber eine neue Idee, wie vielleicht eine sozusagen eine Verknüpfung von Informationen, eine Verknüpfung von Webseiten vielleicht der schlauere Weg ist, Nutzern die für sie passenden Informationen zu liefern. Und das sehen wir bei anderen neueren Diensten genauso. Als Airbnb angefangen ist, hatten die natürlich gar keine Datenbasis im Vergleich zu Hotelservices in dieser Welt, die was Ähnliches hätten anbieten können. Man hatte dort aber eine schlaue Idee und hat von der Idee profitiert. Dann haben viele dieser neuen Dienste, die auf Apps basieren, wirklich einen ganz großen Vorteil im Vergleich zu vor 10 Jahren, dass sie auf Cloud-Services zurückgreifen können. Das heißt, sie müssen überhaupt gar nicht investieren in ihre eigene Cloud-Infrastruktur oder Server-Infrastruktur, sondern können das anmieten und skalierbar hochentwickeln, je nachdem, wie sich ihr Dienst entwickelt. Das ist einer der Grundlagen, warum Snapchat innerhalb von 3 oder 4 Jahren zu einem sozusagen so großen Dienst geworden ist. Vor 5 Jahren gab es den Dienst noch gar nicht und heute ist er insbesondere bei Jugendlichen
vermutlich beliebter als das andere soziale Netzwerk, das hier so häufig genannt wurde. Also Sie sehen, auch da bewirkt sich wirklich ganz viel. Wir können nicht davon ausgehen, dass sich alles in dem Status, den wir heute so haben, erhalten bleibt. Und dass sich die Dinge bewegen, ist klar. Und die Frage ist ja, die wir uns auch hier stellen, was sind Leitplanken für diese Bewegung oder was sind die richtigen Leitplanken für diese Bewegung? Sie erwähnen, und das ist vielleicht unsere letzte Runde vor dem Verbraucherschutz und vor dem Datenschutz, Airbnb als intelligente Idee oder auch als einfach als intelligentes neues Geschäftsmodell, was uns noch zu einer Runde bringt, auf die ich unbedingt kommen wollte, und zwar auf das Nebeneinander von regulierten und unregulierten Diensten. Das heißt, wir machen mit Airbnb nur als Beispiel so eine lokale Erfahrung. Ich weiß nicht, ich vermute, die meisten wohnen in Berlin, die heute hier sind. In Kreuzberg hat die Existenz von Airbnb dazu geführt, dass es in Kreuzberg 36 so gut wie keine normalen Vermietungsangebote mehr gibt, sondern sich viele Mieterinnen und Mieter dafür entscheiden, für ein Geschäftsmodell, sozusagen auch Vermieter inzwischen, über Airbnb einfach relativ problemlos Geld zu verdienen. Dazu, sage ich mal, ist die tatsächliche Durchsetzung des Rechts, sprich die Prüfung, in dem Fall durchs Bezirksamt, mit 4 Prüfern leicht unterbesetzt. Will sagen, also das Ganze funktioniert natürlich als nicht regulierter Dienst schwierig. Ein besseres Beispiel, weil das auch in der Anfrage der Grünen 2014 erwähnt wurde und auch von der Monopolkommission besprochen wurde, ist das Taxigewerbe. Und zwar natürlich Stichwort Uber. Ja. Sie sind darauf eingegangen, Professor Zimmer, und das fand ich sehr interessant, natürlich auch mit dem, was Sie in Ihrer letzten Publikation geschrieben haben, dass nicht unbedingt eine weitere Regulierung von Uber notwendig wäre, sondern tendenziell eine Deregulierung des bestehenden Taxigewerbes. Könnten Sie diese Idee nochmal, beziehungsweise diese Vorstellung nochmal erläutern? Weil ich denke, das ist Dinge, die uns so unmittelbar betreffen. Öffentlicher Nahverkehr plus Wohnraum. Ja, also dieses Nebeneinander, das würde ich, denn da, ich denke, da ist Regulierungsbedarf. Aber wie sehen Sie es? Ja, also wenn man in Schönefeld ankommt, Flughafen und nach Berlin reinfahren will mit dem Taxi, dann darf ein Berliner Taxifahrer, der gerade jemanden rausgebracht hat, nicht aufnehmen. Der fährt dann leer zurück nach Berlin rein. Ich steige in so ein LDS-Taxi das LDS-Taxi, also Brandenburger Taxi, bringt mich nach Berlin und fährt dann wieder leer raus. Das heißt, ich habe 2 Leerfahrten, von denen keine nötig wäre. Das Beispiel zeigt, was für eine, ich möchte mal sagen, verrückte Regulierung wir zum Teil haben in dem Bereich. Ich könnte jetzt weitermachen bei Taxiregulierung, also das in Zeiten funktionierender und sehr gut funktionierender Navigationssysteme, Taxifahrern ein Beförderungsschein abverlangt wird, der im Wesentlichen ein Auswendiglernen von Stadtplänen erfordert, erscheint irgendwie aus der Zeit gefallen. Also wir haben hier eine Regulierung, die nicht so richtig überzeugt, aber auch instrumentiert wird, weil im Moment das Taxigewerbe so argumentiert, die Uber-Fahrer, die gewährleisten ja nicht die gleiche Qualität, die haben ja keinen Personenbeförderungsschein. Also man versucht natürlich, dass das eigene Gewerbe zu schützen, aber man versucht sozusagen die anderen einer Regulierung zu unterstellen, die für sich genommen fragwürdig ist. Und ich würde mal umgekehrt rangehen und die Frage stellen, brauchen wir eigentlich noch so viel Taxiregulierung? Und ein Gedanke dabei ist, wenn Wettbewerb besteht, könnte Regulierung hinfällig werden, überflüssig werden. Denn eigentlich versprechen wir uns vom Wettbewerb gute Qualität, niedrige Preise. Also so gesehen, wenn wir jetzt mit zusätzlichen Angeboten, mit Autos, die nicht elfenbeinfarben gestrichen sind, mehr Wettbewerb bekommen, dann könnte es ja durchaus sein, dass diese Art von ein bisschen aus der Zeit gefallener Taxiregulierung nicht mehr erforderlich ist. Vielleicht ist sie auch unabhängig davon nicht mehr erforderlich. Jedenfalls wäre das so ein Bereich, wo ich sagen würde, hier stoßen jetzt aufeinander Angebote, regulierte Angebote, unregulierte Angebote,
Die Frage ist, wie geht man damit um? Und ein Ansatz wäre zu sagen, denken wir doch mal drüber nach, ob wir nicht mal der Abwechslung halber ein bisschen weniger Regulierung wagen sollten. Vielleicht noch ein bisschen spitz dazu formuliert, dass Uber nicht in Deutschland erfunden worden ist, wundert mich nicht. Ja, Dankeschön. Ich erinnere mich noch an ein anderes Uber in Russland. Da gab's das, gibt's das seit 20 Jahren. Man hält einfach einen Wagen an und verhandelt mit dem Fahrer oder der Fahrerin, was es denn kosten soll. Also sozusagen das nun ein Beispiel aus dem realen Sozialismus. Aber Konstantin von Notz, nebeneinander von regulierten und unregulierten Diensten, insbesondere die zwei genannten Beispiele. Wie ist da die Position aus grüner Sicht? Na, wenn man jetzt das Taxigewerbe nimmt, ich würde immer sagen, dass Regulierung in bestimmten Bereichen Sinn macht, aber sie muss eben einen Mehrwert darstellen. Ich hatte gestern eine normale Taxifahrt, nicht über Taxi-App oder so, sondern ich habe ein Taxi angehalten und bin damit nach Hause gefahren und es war eine Taxifahrt aus der Hölle, wirklich, ich kann das nicht anders sagen. Und warum? Deswegen, ich habe das Gefühl, wenn jetzt sozusagen die Regulierung im Taxigewerbe dazu führen würde, dass die Leute vernünftig bezahlt werden, der Service super ist und das alles toll funktioniert, dann gibt es da eine gute Berechtigung irgendwie für, aber das scheint mir irgendwie nicht mehr der Fall zu sein und auch schon seit vielen Jahren nicht. Also da hat es Entwicklungen gegeben und insofern muss man fragen, wie kommt man da zu Verbesserungen? Und ich sehe das tatsächlich auch so jetzt in dem Uber-Fall. Da scheint mir Wettbewerb doch hilfreich, denn offensichtlich dieses System, wie wir es haben, hat sich überholt und die das Interessante ist, man hätte Möglichkeiten gehabt, das eigentlich fortzuentwickeln. Aber das ist sozusagen vor dem Hintergrund, dass eben manche von den bestehenden Regulierungsmodellen massiv profitieren, mit brutalsten Abwehrschlachten verhindert worden. Ja, und jetzt hat man eben viele unzufriedene Kundinnen und Kunden, die durchaus offen sind für Alternativen. Und da muss ich dann auch sagen, also bevor ich sozusagen dieses System dann so in Kunstharz gieße, bin ich schon dafür, dass man sich öffnet. Aber man muss es eben sozusagen von Fall zu Fall auch entscheiden. Vielleicht nochmal zu Frau Frank und den Ausführungen eben, das ist alles nicht verkehrt und ich bin sehr dafür und ich glaube auch, dass es gut ist für Unternehmen wie Google, aber auch alle anderen, wenn sie ihren Nutzerinnen und Nutzern Möglichkeiten geben, sozusagen selbst Dinge zu checken und zu machen und sich zu informieren und vielleicht auch selbst im Hinblick auf die Daten, die erhoben werden, so eine gewisse Kontrolle zu bekommen. Aber wir wissen alle, sozusagen die Selbstregulierung ist das, was ich obendrauf mache. Und es muss so eine Art grundsätzliches Verständnis geben. Ja, das ist ja, ich komme jetzt wieder mit dem Lebensmittelrecht da ja genauso, ja. Also wir können es nicht verhindern, dass die Leute sich unvernünftig ernähren. Ja, ich selbst tue es auch häufig. Und das gehört zu unserem freiheitlichen Leben dazu. Aber trotzdem, das widerspricht ja nicht der These, dass man eben bestimmte Standards einzieht. Und was mich immer so ein bisschen stört an der Diskussion jetzt, das ist gar nicht nur mit Google so, sondern eben mit allen. Man will im Grunde jede Form der Regulierung verhindern. Und man sagt immer, ja, eigentlich morgen gibt es uns wahrscheinlich schon nicht mehr, ne? Aber eigentlich denkt das bei Google ja keiner. Ja, also die gehen alle davon aus, dass sie in 100 Jahren noch gibt und man dann eben sehr viel größer ist und die selbstfahrenden Autos, die um die Welt kurven, alle von Google sind und so. Das ist ja im Grunde die Vision des Unternehmens. Und das ist ja auch okay und völlig legitim. Und ich wünsche sozusagen viel Erfolg, ernsthaft, ja, weil Leute, die gute Ideen haben und das vorantreiben, das ist erstmal gut. Trotzdem entbindet das am Ende die Politik nicht davon, bestimmte Standards zu setzen und eben zu sagen, das ist das, was ihr erfüllen müsst, sozusagen auch für die Leute, denen das völlig egal ist, welche Daten über sie erhoben werden und in welches Raster sie gepackt werden. Was müssen die erfüllen? Was müssen die erfüllen? Was muss Google erfüllen? Naja, das ist jetzt natürlich sozusagen, da kann man jetzt die einzelnen Dinge abfragen, aber ich nehme jetzt mal ein Beispiel, also die Frage, wie lange ein Unternehmen speichern darf, Daten speichern darf oder welche Daten es speichern darf oder welche Daten es verknüpfen darf oder welche Daten es in welcher Form
an einen Dritten weitergeben darf. Das sind Dinge, die müssen grundsätzlich reguliert sein, damit man eben weiß, egal wo ich hingehe, egal welchen Dienst ich nutze, das ist der, ja, und das meine ich im Guten wie im Schlechten, ja. Wenn ich da hingehe, dann weiß ich, die können meine Daten verkaufen. Und es gibt einen alternativen Dienst, der tut das nicht. Ja, das ist fairer Wettbewerb. Dann habe ich die Wahl und kann mir das aussuchen. Und das ist eben leider im Augenblick nicht gegeben. Ja, wir gehen schon in die letzte Runde und sofort, Frau Frank, selbstverständlich. Oh, da muss ich ja, ganz viel überlegen, weil wir ja jetzt an der, wenn ich die letzte Runde wir haben ja jetzt an die, keine Eile, wir werden, wir, ich möchte gerne auf das Stichwort, darf ich noch ganz kurz, nur weil ich es vergessen hatte, wir machen natürlich die letzten 10 Minuten auch noch Fragen und Kommentare von Ihnen, selbstverständlich. Ja, wir haben auch noch, ich gucke schnell, haben wir noch genügend Zeit dafür, selbstverständlich, auch wenn da was draußen aus dem Stream käme, ja, gibst du uns Nachricht, dankeschön. Okay, Verzeihung, bitteschön, Frau Frank. Ich wollte nur auf das Schlagwort Daten verkaufen kurz eingehen. Das ist was, was wir nicht tun. Also das ist wirklich sehr wichtig zu sagen. Wir geben keine Daten weiter, außer die Nutzer stimmen dem explizit zu. Und das kann in Einzelfällen für Nutzer auch interessant sein, wenn über Werbung angezeigt ist, dass ich direkt quasi zu dem, mit dem Shop Kontakt aufnehmen kann und sie anrufen kann. Dann können Daten weitergegeben werden, ansonsten geben wir keine Daten weiter. Das Geschäftsmodell von Google ist, und das habe ich vorhin schon mal, auch an die NSA geben wir keine Daten weiter. Wie Sie sicherlich wissen, ist sind die Leitungen von Google zwischen den Datencentern von Google eingegriffen worden durch die NSA, nicht mit unserer Zustimmung, sondern das ist von der NSA passiert, sozusagen ohne unser Kenntnis und Einwilligung. Im Nachgang dazu sind die Datenleitungen alle komplett verschlüsselt worden. Und wenn Sie sehen, dass der Datenverkehr von Google bei Gmail, Gmail war das erste E-Mail, einer der ersten E-Mail-Provider, die Daten verschlüsselt hat und so weiter. Also viele dieser Sicherheitsanforderungen, die ja auch gerade von den Grünen gekommen ist, glaube ich, können wir mit gutem Gewissen sagen, dass Google einer der Vorreiter gerade zu dem Thema Verschlüsselung auch ist. Also es ist nicht in unserem Interesse und auch nicht mit unserer Zustimmung passiert, dass die NSA Daten abgeliefert hat, dass die NSA Daten erhalten hat. Es gibt allerdings, und das muss man auch sagen, berechtigte Interessen von Staaten, Daten über rechtsstaatliche Verfahren Zugriff zu erhalten. Das ist in Deutschland der Fall, das ist in jedem demokratischen Land der Welt der Fall und so natürlich auch in den USA. Solchen Data Requests müssen wir nachkommen, das müssen wir hier wie auch in den USA, das sind aber sozusagen nicht die Frage nach der Backdoor, sondern Frontdoor. Und wenn es ein rechtsstaatliches Verfahren gibt, es zu tun, dann gibt es natürlich auch Interesse demokratischer Gesellschaften und Regierungen, bestimmte Informationen zu haben. Also gerade gestern haben wir großflächig Terroranschläge gesehen, natürlich werden einzelne Staaten dazu auch Anforderungen an Unternehmen haben, bestimmte Informationen rauszugeben. Unser Petitum ist nur, bitte nutzt die Vordertür, nicht die Hintertür. Und darum gehen viele der Diskussionen in Deutschland, in Frankreich, in anderen Ländern der Welt. Das wollte ich aber eigentlich gar nicht sagen, sondern... Ja, aber wir kommen ja noch darauf. Insofern ist es gut, dass Sie über die auch über Ihre eigenen Regeln sprechen, intern. Genau, also ich meine, uns ist das Thema, ich habe gerade mein Stichwort vergessen, als ich darauf eingegangen bin. Was war nochmal? Wir waren bei Werbung und wir geben Daten nicht raus. Das Geschäftsmodell ist Werbung. 90% der Umsätze, die Google macht, basieren auf Werbung. Und von diesen 90% sind knapp 70% Werbung, die neben den Suchergebnissen erscheinen, weil Sie vorhin gesagt haben, Self-Driving Cars und all das andere, was das Unternehmen tut. Und ich freue mich, in einem Unternehmen arbeiten zu können, das so innovativ ist. Das macht nämlich wirklich Spaß. Diese sozusagen Möglichkeiten passieren, weil Werbung eingeblendet wird. Das hat aber nichts mit Datenverkaufen zu tun. Das ist ein völlig anderes, sozusagen eine völlig andere Situation. Das ist aber wichtig zu unterscheiden in der Diskussion. Dann würde ich gerne, weil Sie das jetzt schon angesprochen haben, natürlich den Datenschutz und den Verbraucherschutzaspekt ansprechen. Professor Zimmer, Sie schreiben beziehungsweise die Kommission spricht davon, dass eine Problematik darin besteht, dass momentan der jeweilige Firmensitz in Europa entscheidet, welche Datenschutzverordnung überhaupt angewandt wird. Und ich glaube, Ihr Plädoyer ist für die endlich Verabschiedung einer ganzheitlich europäischen Datenverordnung.
Können Sie darauf nochmal eingehen? Weil ich den Eindruck habe, das macht natürlich teilweise, werden ja solche Firmensitze strategisch gewählt, auch nachvollziehbar aus Unternehmenssicht, sich natürlich die Länder auszusuchen, wo die Datenschutzbestimmungen entsprechend kommod sind. Mhm. Wie sehen Sie das? Also es besteht natürlich ein Anreiz für Staaten, die eigene Rechtsordnung so auszugestalten, dass sie für Unternehmen attraktiv ist. In der Vergangenheit haben sich Unternehmen insbesondere unter steuerlichen Gesichtspunkten ausgesucht, wo sie sich niedergelassen haben, wo sie etwa ihre Headquarters für Europa haben und sind nach Irland gegangen. Irland, also beliebt. Ich glaube, Google Europe ist auch in Irland und Apple sitzt da und so weiter. Und es wird natürlich jetzt, wo wir eine Datenschutzgrundverordnung auch bekommen und damit ein stringenteres Datenschutzrecht, sich die Frage stellen, spielt das dann noch eine Rolle oder wird das alles völlig einheitlich gehandhabt? Also die einheitlichen Spielregeln, stringenten Spielregeln, die wir dann bekommen sollen, das sieht ja so aus, als würde dann sozusagen ein Ordnungsrahmen gelten, der für alle Unternehmen gleichermaßen gilt, auch für die überseeischen Unternehmen. Und wenn das streng durchgesetzt wird, ist es prima. Ich bin nicht ganz sicher, ob es dazu kommt, also ob es zu einer solchen wirklich völlig gleichmäßigen Durchsetzung kommt. Denn derzeit sieht die Regelung, also der Regelungsvorschlag so aus, dass es bei der Zuständigkeit der nationalen Datenschutzbehörden bleiben soll. Das heißt, die Unternehmen, die in Irland sitzen, würden dann auch etwa bebußt, wie man das unter Juristen nennt, bebußt durch die irische Datenschutzbehörde. Es würde also nicht eine vergleichbare Situation entstehen zu der, die wir im Kartellrecht haben. Im Kartellrecht ist es so, dass die großen internationalen Fälle von der Europäischen Kommission verfolgt werden, die sozusagen auf Augenhöhe dann auch mit den großen internationalen Unternehmen, wir haben ja über so ein Verfahren gesprochen, verhandelt bzw. den gegenübertritt. Es soll also weiter bei der Zuständigkeit der nationalen Behörden bleiben, wobei es aber einen gemeinsamen Ausschuss geben soll, über den dann Zweifelsfragen entschieden werden und auch eine Harmonisierung bei der Anwendungspraxis erfolgen soll. Ich bin trotzdem im Zweifel, da die Federführung für die Verfahren bei den sozusagen Sitzstaaten liegen wird, ob wir nicht insofern weiterhin so ein Race to the Bottom vielleicht haben, was Datenschutz betrifft. Also ich fände es überzeugender, wenn wir entsprechend dem institutionellen Rahmen, den wir im Kartellrecht haben, für die Kartellrechtsdurchsetzung, für die lokalen Fälle, wenn man so will, die nationalen Behörden, für die großen internationalen Fälle, die Europäische Kommission oder eine europäische Agentur, eine europäische Behörde, wenn wir analog zu dieser im Kartellrecht bestehenden Situation eine entsprechende administrative Struktur im Datenschutz bekämen. Reicht das aus, Konstantin? Also erstmal, wir brauchen diese europäische Datenschutzverordnung. Das ist zwingend erforderlich. Die hätten wir gut schon vor 2-3 Jahren gebrauchen können. Und dass das jetzt so Ewigkeiten dauert, ist schlecht. Übrigens, also sage ich jetzt mal aus reiner Bosartigkeit, der Umstand, dass alle großen IT-Unternehmen in Irland sind, wirft im Hinblick auf die tatsächlich immer propagierte, wir versuchen höchste Datenschutzstandards zu halten, geäußerte These, dann doch einige Fragen auf. Und eben auch deswegen brauchen wir diesen Rahmen. Aber er wird dann eben letztlich wenig wert sein, wenn wir nicht an solche Sachen wie Safe Harbor und ähnliche rangehen. Das ist miteinander verknüpft. Ich will nochmal sagen zu diesem Verkauf von Daten. Ja, natürlich verkauft Google nicht die Daten und sagt, sozusagen, Google verkauft nicht an Pizzaunternehmen die Daten und sagt, der Konstantin, der isst gerne Pizza. Aber das Geschäftsmodell ist eben, Google weiß, dass ich gerne Pizza esse und die Leute, die Werbung schalten für Pizza, also die dafür bereit sind, Geld auszugeben, den kann Google eben sagen, naja, ich schalte das bei den Leuten, von denen ich weiß, dass sie gerne Pizza essen. Das ist ja eigentlich... Außer die Leute sagen, bitte mach das nicht. Ja genau, wie viel Prozent machen das denn? Also seit wir mein Konto, mein Account eingeschaltet haben, sind die Überprüfungsquoten ziemlich hoch. Ich habe keine Zahlen jetzt akut im Kopf, aber es ist nicht so, dass die Leute völlig das Ganze ignorieren, sondern wir sehen schon, dass sie durchlaufen und sehr bewusst entscheiden, wir verändern oder wir verändern aber nicht. Aber wie viel Prozent sozusagen verändern was an den Einstellungen und wie viel Prozent haben überhaupt ein Konto?
haben ein Nutzerkonto. Ja. Naja, bei der Suche haben sehr viele Leute keins. Die Suche genau. kann ja auch genutzt werden, aber dann kann ja sowieso keine Personalisierung der Werbung stattfinden. Nicht? Insofern ist haben Sie da überhaupt gar keine Probleme. Naja, also es findet schon eine Personalisierung der Daten statt in der individuellen Suche natürlich. Nein, nein, das, was abgerufen werden kann, dann ist ja ausschließlich die IP-Adresse. Das ist ja kein personalisiertes Datum. Ja klar, aber nach dem, was ich abfrage... Naja, die IP-Adresse und dann suchen Sie nach Pizza in Köln. Genau. Wenn das sozusagen eine personalisierte Abfrage Nein, ist, Nein, das sage ich nicht. Aber das ist eben das Geschäftsmodell, dass man weiß, was die Leute... Das ist halt der Ansatz, ja. Ich sage auch nicht, dass das böse ist. Nein, nein, ja, das meine deswegen... ich auch gar nicht. Aber das hat auch gar nichts mit Personalisierung zu tun. Sondern dann wird Werbung geschaltet. Wenn die Suchauffrage ist Pizza Köln, wird Werbung geschaltet gegen Pizza Köln. Ob Sie das sind oder ich das sind, das ist doch dem Unternehmen völlig schnuppe. Ja, klar. Klar, aber sozusagen, wie gesagt, aber gibt es eine feste Zahl, jetzt nehmen wir die Konten meinetwegen, gibt es eine feste Zahl, die man sagen kann, das sind die Leute, die ihre Datenschutzsachen scharf stellen, so und so viel Prozent der Leute, die ein Konto haben? Ich habe keine Zahlen im Kopf, aber ja. es gibt sicher eine Zahl, genau. also wir werden ja. sicher... aber das wäre jetzt interessant, wenn man eben sagt, das ist ein ganz tolles Angebot und alle Leute nutzen das und ihr müsst gesetzlich nichts machen. Dann wäre es super zu sagen, ja, also 80%, die bei uns ein Konto haben, ja, für die braucht ihr das Gesetz nicht zu machen, die kümmern sich. Aber so ist es eben nicht. Und deswegen sage ich doch gerne nur, nach, das sind ja keine Geheimnisse, sondern nein. sozusagen, My Account ist gerade doch erst gelauncht worden. Das heißt, für die Leute ist es sehr viel einfacher geworden, genau diese Einstellung zu machen. Das sind Sachen, die es vorher schon gab. Aber wir haben ja gemerkt, dass es zu weit weg ist für die Leute, dass sie sozusagen nicht wirklich in their face waren. Und darauf reagiert doch das Unternehmen. Es ist ja überhaupt nicht so, dass wir sagen, es ist alles schon perfekt gelaufen. Ich, ne? sage, ja auch nicht, ich sage ja auch nicht, dass das schlecht ist. Ich sage sogar, dass das gut ist. Ich sage nur, es entbindet die Politik nicht von dem sozusagen grundsätzlichen Ansatz, einen bestimmten Standard zu schaffen. Und dass Google nicht bereit ist, das auch zu sagen, das stimmt mich so ein bisschen skeptisch, weil dann will man eben sozusagen gerne sich immer nur selbst regulieren. Und was nicht zu sagen? Dass Google nicht bereit ist, was nicht zu sagen? Naja, zum Beispiel, also man kann sich ja genau angucken, wie die Diskussion auf europäischer Ebene bei der Datenschutzverordnung gelaufen ist. Ja? Und es ist eben so, das ist gegen den Widerstand der großen IT-Konzerne gelaufen. Ja? Und dass wir das bis heute nicht haben, das liegt auch an dem Innenministerium der Bundesrepublik. Also da gibt es nicht einen alleinigen Schuldigen. Aber es hat natürlich auch mit massivem Lobbying dagegen zu tun. Und die ganzen Bemühungen, das kann man ja auch lauter finden. Ja, ich finde es auch okay, ein Unternehmen wie Google will gern Geld verdienen. Und das akzeptiere ich total. Und das finde ich nicht per se böse. Aber ich sage, das ist ja keine Goodwill-Geschichte, sondern man versucht eben mit diesen freiwilligen Angeboten zu sagen, liebe Politik, ihr müsst nichts machen, wir kümmern uns schon selbst. Und das scheint mir eben nach all den Jahren, die wir haben und dem dann doch irgendwie beklagenswerten, unklaren Zustand, was mit unseren Daten passiert, zu wenig zu sein. Und deswegen muss die Politik die EU-Datenschutzverordnung angehen, wir müssen das Safe-Harbor-Abkommen angehen und wir müssen eben einfach einen bestimmten Standard schaffen, damit es Wettbewerb gibt und Google sich gegen gute andere Wettbewerber auch behaupten kann mit den guten Ideen. Gerne Lieber Replik, Frau Frank. Na, selbstverständlich eingehen? Und dann würde ich runtergeben ins Publikum. Ganz kurz, es ist schlichterdings nicht wahr, dass wir die Datenschutzgrundverordnung blockiert haben. Das können Sie doch auch mehrfach nachlesen bei unterschiedlichsten Reden verschiedener Google-Mitarbeiter, die immer begrüßt haben, dass die Datenschutzgrundverordnung Einzug halten wird. Wir haben nämlich keinerlei Interesse, die Datenschutzregulierung der einzelnen Länder sozusagen mit. In Deutschland reden wir dann mit 16 Datenschutzbeauftragten der Länder und dann noch dem Bundesdatenschutzbeauftragten. Das ist doch nicht innovationsfördernd, sondern innovationshemmend. Und das geht doch nicht nur uns so, sondern allen Unternehmen, insbesondere den deutschen Unternehmen. Deshalb ist es doch sehr zu begrüßen, dass man da weitergeht. Und nochmal zu dem Punkt, den Sie angesprochen haben, das, was man denn zwingend braucht, ist doch die Idee dieses One-Stop-Shops. Es muss doch, das ist doch einer der Innovationshemmer, die Europa hat, dass alle Unternehmen und Jungunternehmer durch Europa tingeln und sich erstmal klar werden müssen, was denn die Datenschutzverordnungen der einzelnen Länder mit sich bringen. Insofern ist es
überhaupt nicht richtig, was Sie unterstellen, dass wir verhindern wollen, dass es die Datenschutzgrundverordnung gibt. Es ist richtig, dass wir in einzelnen Punkten, wie viele andere auch denken, darüber muss man nochmal nachdenken, ob das in die richtige Richtung geht, aber da ist man im Diskurs. Die grundsätzliche Linie ist aber doch sehr richtig, der Vereinheitlichung. Ja. Vielen Dank, Frau Frank. Ich glaube, es hat das Beispiel Irland viel, was ja auch mit dem Steuerrecht zu tun hat, denke ich. Und ich sage mal, viele junge Unternehmer suchen vielleicht, wo das richtige Land ist, aber viele wissen es auch. Also ich meine, das hat natürlich Gründe, warum es gewisse Konzentrationen in gewissen Ländern gibt. Ich glaube, das wird auch aus dem Gutachten der Monopolkommission deutlich. Und dass das so, ich sag mal, dass man sich natürlich als Unternehmer und als Unternehmen anschaut, wo man günstig produziert und günstig Steuern zahlt, ist erstmal nichts Bösartiges. Aber es gibt Handlungsbedarf. Jetzt gibt es Handlungsbedarf hier. Und zwar, ich sammle einfach mal, wer gleich fragen wird, ich bitte nur um eins, damit wir an das Podium möglichst viel Kommentare und Fragen bringen können. Kurze Fragen, Kommentare, wäre ich dankbar. Keine Co-Referate, wenn ich bitten darf. Ich würde ein bisschen, Sie habe ich gesehen, dann habe ich Sie gesehen, dann habe ich Sie gesehen und dann Sie. Und dann würde ich mal, ja, ich habe, wie sagt man, keine Peripheral Vision, wie man so schön sagt. Aber wir arbeiten das alles ab. Sie kommen dran. Ich verspreche es. Bitte schön. Frau Frank, ich hatte den Eindruck, Sie haben uns so ein bisschen die heile Welt des Datenschutzes geschildert, das erinnerte mich so ein bisschen an Grimms Märchen und Sie kriegen ja auch die als Anwältin ja auch die Anwaltsliteratur und erinnern sich ja auch, dass irgendwann mal doch die Empfehlung kam, zum Beispiel, nun ja, nicht die Anwaltsdaten über Google-Laufwerk zu replizieren, also oder über diese Cloud-Laufwerke von diesen kostenlosen Anbietern oder fast kostenlosen zu replizieren, weil dann die Gefahr besteht, dass auf einmal der, dem Sie einen Brief zu seinen strafrechtlichen Problemen schreiben, dass der Werbung vom Anwalt für Strafrecht im Briefkasten hat oder in seinen E-Mails hat. Also so meine Erinnerung. Und ich habe den Eindruck, eben gesagt, so ganz glaubt das keiner. Und nachdem der Herr Zimmer den Gedanken aufbrachte mit, naja, man sucht sich passende Länder aus, da stelle ich mir die Frage, Sie haben ja nur gesagt, Sie selbst verkaufen Daten nicht weiter, wenn man das abgelehnt hat. Aber können Sie ausschließen, dass Sie zum Beispiel Geschäftsbeziehungen haben mit Unternehmen, die Sie so gestaltet haben, dass sie nicht zu Ihnen gehören, also nicht in Ihrem Konzern sind, die für Sie dann die Daten verarbeiten und die dann denen erlaubt ist, die Daten eben weiter zu verwenden, um irgendwo Werbung zu vermarkten, sage ich mal, man kann ja leicht auf Cayman-Inseln ein Unternehmen gründen. Okay, sind schon zwei Fragen? Ja. Das waren die zwei Fragen. Ganz herzlichen Dank. Wir sammeln noch kurz, dann waren, glaube ich, Sie. Vielen Dank für Ihre Frage. Und Sie können auch gerne sagen, wenn Sie von einer Organisation sind oder so von Institutionen, wer Sie sind oder nee, bin wenn ich Sie nicht. Möchten. Wollen Sie nicht sagen. Maria okay. Drink, Stipendiatin von der Weltstiftung. Okay. Ich habe eine ganz einfache Sachfrage tatsächlich. Und zwar weiß ich einfach nicht, wie das ist bei der Speicherung von meinen Suchanfragen. Wird jetzt nur das gespeichert, was ich gerade gesucht habe? Also eben das Beispiel, wenn ich nach Pizza suche, kriege ich Werbung für Pizza. Oder wird auf meine IP-Adresse alles gespeichert, was ich jemals von dieser IP-Adresse abgerufen habe? Sehr klare Frage. Dann würde ich Sie noch bitten und dann würden wir eine erste Runde beantworten und dann zum zweiten Mal sammeln. Mit ja, hallo, rechts. Ich bin Fabian, auch Stipendiat und ich benutze auch Google übrigens. Und ich wollte noch mal an die Frage Zimmer anknüpfen und zwar sind sich ja alle einig, dass Sie bessere Ideen, gerade jetzt bei Startup-Unternehmen und bei Apps, ja eigentlich profitiert und auch Frau Frank hat ja gesagt, die bessere Idee setzt sich halt durch. Ich habe da allerdings einen etwas anderen Eindruck, gerade was jetzt kleinere Startup-Unternehmen angeht, weil die halt in einer starken Abhängigkeit zu jetzt den, ich sag mal, großen Playern halt sind. Zum Beispiel, wenn ich mir jetzt die Geschichte mit den Logins angucke, zum Beispiel gab es jetzt die Sache mit Mercat, die ja sicher mit Twitter zusammengesetzt haben und Twitter dann gesagt hat, so, ihr könnt den Login jetzt nicht mehr benutzen, wir haben jetzt ein eigenes Programm quasi, also Periscope und dadurch halt Mercat zugrunde gegangen ist. Und da hatte ich mich jetzt halt gefragt, wie das aussieht. Das ist ja kein Kartell, trotzdem herrscht eine Zusammenarbeit und die ist für die Existenz der einzelnen Startup-Unternehmens natürlich wichtig und es ist halt irgendwie auch unumgänglich und beide profitieren halt, weil es halt eine Win-Win-Situation ist. Und wie man das eventuell rechtlich halt regeln könnte oder wird es überhaupt geregelt?
Herzlichen Dank für die Frage. Und ich schlage vor, natürlich können alle dazu replizieren, aber vielleicht, wenn wir mit der letzten Frage beginnen, weil tatsächlich Periscope und Mercat auch hier in der Diskussion der Stiftung zum Livestream eine große Rolle spielt, ja, finde ich als Erfindung und auch als neue Forschung, neue Möglichkeiten der Live-Übertragung von Ereignissen. Bitte, Professor Zimmer. Ja, also das ist weder ein Fall sozusagen eines Kartells im engen Begriffssinne, noch natürlich eine Fusion oder ein Zusammenschluss. Aber das Kartellrecht hat drei Elemente. Und das dritte Element ist die Missbrauchsaufsicht über marktbeherrschende Unternehmen. Und ohne jetzt diesen Fall im positiven oder im negativen Sinne subsumieren zu wollen, also ohne sagen zu wollen, das ist ein Fall eines Missbrauchs durch den Marktbeherrscher oder nicht, würde ich mal abstrakt sagen, es gibt also viele Vertragsgestaltungen, die, wenn sie von Unternehmen mit, also in Konkurrenz stehenden Unternehmen angewandt werden, völlig unproblematisch sind. Und bei denen die Kartellbehörden aber sagen, wenn die von einem Marktbeherrscher angewendet werden und die Wirkung haben, beispielsweise Konkurrenz fernzuhalten, Konkurrenz aus dem Markt zu halten, Unternehmen zu verdrängen, dann sind sie rechtswidrig. Das ist also eine Prüfung, die im Rahmen des Kartellrechts möglich ist. Und insofern sind Fälle, die insofern Probleme aufwerfen, also durchaus einer Lösung zugänglich. Und sowohl das Bundeskartellamt kümmert sich durchaus um derartige Konstellationen, als auch für die richtig großen Fälle die Europäische Kommission. Okay, dann würde ich vielleicht rückwärts gehen, und zwar die ganz konkrete Frage, Frau Frank, vielleicht möchten Sie da Antwort drauf geben. Wird der gesamte Traffic, den man mit der Suchmaschine hat, wird alles von der einen IP-Adresse dann gespeichert? So habe ich es verstanden. Wenn Sie sozusagen suchen über ein Google-Konto, ist es so. Sie können allerdings selbst festlegen, ob Sie Ihre Suchhistorie gespeichert haben wollen oder nicht. Sie können die Suchhistorie löschen oder auch nicht. Wenn Sie kein Konto haben, ich glaube ja, dass es gespeichert wird, aber muss ich ehrlich gesagt nochmal auf Sie zurückkommen oder über die, Sie sind ja hier zu finden, insofern mache ich das. Aber ich weiß, sobald also, Sie... Könnte sein, könnte nicht sein. Ja, nicht durch mich, vielleicht durch Ihren Zugangsprovider, ne? Okay. Okay, dann gehen wir ans Weiter, genau, das war die Frage. Die Cloud-Frage, ja. Genau. Also wenn Sie als Geschäftsmann eine Cloud-Lösung wählen, würden Sie das in der Regel nicht über eine private Cloud-Lösung machen, die ist im Übrigen ja nicht nur von Google, sondern von Amazon, von Microsoft, von deutschen Anbietern ganz genauso gibt, sondern Sie würden das über einen Business-Vertrag machen, wo dann das nicht werbefinanziert wird, sondern Sie erkaufen den Dienst, der im Übrigen auch recht kostengünstig ist. Insofern ist das eine andere Situation, die sich da ergibt. Insofern ist es zu raten, dass Sie dort die Business-Variante wählen. Das war Ihre zweite Frage der Auftragsdatenverarbeitung mit anderen. Genau, das ist ja unser Geschäftsverhältnis mit Dritten. Im Übrigen haben wir keine Dritten, die das auswerten und weiterverarbeiten. Wir haben natürlich Partner, Werbepartner, aber denen geben wir das nicht weiter, wie Sie ja selbst schon gesagt haben. Wer sollte das sonst weiter auswerten? Das sind unsere eigenen Dienste, die wir selbst haben. Wir geben die Daten also nicht weiter. Klare Aussage, bitte. Ja, genau. Aber wenn sozusagen, wenn man einen Google-Account hat und wenn man jetzt, das braucht man gar nicht so zu machen, wenn man Mails schreibt, nicht, dann wird schon auch ein Profil erstellt anhand der Dinge, die man schreibt. Das ist eben auch das Geschäftsmodell. Und dafür kann man dann ja auch sozusagen sehr maßgeschneiderte Werbung machen. Ich will mal was Grundsätzliches zu dem Problem sagen, weil mir das auch zu albern ist, das sozusagen so verhandlungsmäßig zu diskutieren. Es war ja folgendes im Grunde sehr interessantes Phänomen, diese NSA-Affäre, die hat ja nun viele Dinge durcheinander gewirbelt, aber eben unter anderem auch das Verhältnis der Unternehmen zu staatlicher Überwachung. Ja, das war nämlich, vorher war es allen voll egal. Ich habe nämlich damals auch schon Diskussionen geführt über illegale und legale Zugriffe und so, das war total egal.
Und 3 Wochen nach Snowden haben wir an die großen neuen IT-Unternehmen eben geschrieben, das ist doch irgendwie schlecht fürs Geschäft, positioniert euch mal, weil wir pragmatisch finden, dass man in bürgerrechtlichen Fragen jeden Alliierten gebrauchen kann. War erst nicht so eine gute Rückmeldung. Ich glaube, Google hat sich auch erst mal gar nicht gemeldet ein paar Monate. Aber inzwischen ist das ja so, ne? Inzwischen streitet sich Mark Zuckerberg, der kein sehr großer Datenschutzfreund jetzt erstmal so quasi ist, mit Obama lautstark am Telefon und streitet sich, weil der eben sagt, die Mehrzahl meiner Kunden sind Ausländer nach amerikanischer Sicht. Und wenn ihr die behandelt wie Feinde und die komplett überwacht, dann nutzen die nicht mehr so happy unseren Service und das ist schlecht fürs Geschäft. Das ist bei Google natürlich genauso, ja. Und deswegen gibt es inzwischen wirklich die großen amerikanischen IT-Unternehmen, gerade die, die eben dieses Vertrauen brauchen, die kämpfen sehr hart dafür, dass eben diese NSA-Überwachung irgendwie eingedämmt wird, weil es einfach schlecht fürs Geschäft ist. Ja, und nicht nur Privatpersonen sagen, ich habe ein schlechtes Gefühl, meine Daten bei Google Drive einzustellen, sondern vor allen Dingen auch kleine und mittelständische Unternehmen und so weiter. Und das bringt mich zu dem Punkt, ich würde behaupten, in 5 Jahren ist das beim Datenschutz genauso, ja. Also man kann jetzt sagen, also... Was ist beim Datenschutz genauso? Naja, da wird ein kultureller Wandel in diesen Unternehmen stattfinden. Also wenn Frau Frank das jetzt so darstellt, dass Google also schon ganz hart die ganze Zeit für eine super EU-Datenschutzverordnung streitet, das ist einfach eine extreme Verzerrung dessen, was passiert. Natürlich wollen sie einen einheitlichen Rechtsrahmen haben für Europa, damit man sozusagen bequemer sich 500 Millionen Konsumenten nähern kann. Das verstehe ich auch. Aber sie haben natürlich ein Interesse daran, das Datenschutzniveau möglichst gering zu halten. Und so streiten sie auch in der Sache. Und es wäre ehrlich, das zu kommunizieren, anstatt so zu tun, als wenn man da jetzt sozusagen die Frontkämpfer sind und irgendjemand anders blockiert den Laden. So frontkämpferhaft habe ich das jetzt nicht erfunden. Nein, jetzt, man muss es ja auch ein bisschen zuspitzen dürfen. So, und ja, so, und ein bisschen und, ist gut, ja. Okay. Nein, und ich glaube, ich will es positiv sagen, ich glaube, dass Unternehmen wie Google, Facebook, Twitter, alle in ein paar Jahren erkennen, dass sozusagen Vertrauen ist die Währung im Netz. Und wenn du den großen Unternehmen in Fragen Privacy nicht vertrauen kannst, dann wird es, wenn es Wettbewerb gibt, wird es diesen Unternehmen massiv schaden. Und deswegen wird das zukünftig die Währung sein. Und ich glaube tatsächlich, wenn man sozusagen kulturell sich auch noch 2 Schritte weiterentwickelt, dann wird man eben auch für einen vernünftigen Rechtsrahmen sorgen wollen, weil eben das, was man da im Augenblick erlebt und diese Diskussionen, die man führt, ja, und man muss ja sagen, Google kommt auf diese Podien und stellt sich auch der Diskussion, das finde ich ja auch gut, ja, aber die ist eben am Ende schlecht fürs Geschäft. Und insofern ist da noch ein bisschen Spielraum nach oben, meiner Ansicht nach. Trust is the currency. Frau Frank, Sie haben das letzte Wort. Ich würde noch mal gerne sagen, in der Tat sind wir nicht diejenigen, die Verhinderer hier sind. Im Übrigen sind im Gegensatz zu Ihren Kollegen wir ja auch nicht diejenigen, die gesetzlich legitimiert sind, genau solche Vorhaben durchzusetzen. Insofern... sollte der Appell vielleicht an andere gehen und nicht an uns. Ich kann Ihnen nur noch mal sagen, dass ich glaube, auch ein legitimer Vorgang ist, darüber gemeinsam zu streiten, was denn gute Regularien sind, um nicht nur für Unternehmen wie Google und andere amerikanische Unternehmen, sondern insbesondere auch europäische Unternehmen. Wir beklagen ja alle gemeinsam immer, warum gibt's Facebook nicht in Europa und warum gibt's Google nicht in Europa. Das hat vielleicht auch mit einheitlichen Regelungen zu tun und mit sozusagen einer gesunden Abwägung zwischen dem, was möglich und notwendig ist und dem, was aus Verbraucherschutzgesichtspunkten erforderlich und angemessen ist. Und das, glaube ich, ist eine angemessene Streitkultur, die man entwickeln kann. Aber damit zu verknüpfen, dass wir verhindern, finde ich sehr bedenklich in der Aussage. Ich kann nur sagen, wir stellen uns gerne diesen Fragestellungen. Ich glaube und vertraue sehr darauf, dass die digitale Wirtschaft wirklich eine boomende Wirtschaft ist, dass Europa mit mehr Mut darauf auch blicken sollte, insbesondere wenn wir uns den Apps-Bereich angucken. Und das ist ja der sich am meisten entwickelnde Bereich. Darüber haben wir heute sehr wenig gesprochen, aber das ist das, wo das Geschäft der Zukunft ja liegt. Da haben wir wirklich sehr gute Zahlen aus Europa. Das sollten wir uns, glaube ich, gemeinsam angucken und auch gucken als Bundesrepublik, wie kann man solchen Jungunternehmer helfen,
dort weiter voranzukommen. Und wir sollten nicht diese nach hinten gerichteten Diskussionen führen, sondern gucken, wie können wir da helfen und auch gucken, wie können wir Nutzer aufschlauen und ihnen die Möglichkeiten, die Unternehmen geben, auch aktiv einzusetzen. Ich glaube, das ist einer der großen Probleme, dass viele eben die Möglichkeiten für sich doch gar nicht bewusst einsetzen und dann sagen, naja, im Zweifel ist mir auch egal, mag alles auch geschickt sein, aber nutzen tue ich das Ganze nicht. Insofern nutzen Sie das und machen Sie das, und wenn Sie nicht zufrieden sind mit den Diensten, die Google anbietet, haben Sie alle die Möglichkeit, Ihre eigenen Daten, weil die Daten gehören Ihnen, mitzunehmen über das Tool von Google Takeout und suchen sich einen anderen Anbieter. Das bieten wir schon sehr lange an, weil wir glauben, dass die Services, die wir anbieten, für Sie hoffentlich so überzeugend sind, dass Sie bleiben. Wenn Sie nicht bleiben wollen, müssen Sie leider gehen. Ja, danke fürs Schlusswort, Frau Frank. Und ich möchte mich erstmal ganz herzlich bedanken bei Professor Daniel Zimmer, Sabine Frank und Konstantin von Notz. Ich glaube, die Diskussion wird uns logischerweise noch lange begleiten. Ja, es ist eher wie so ein 100-Meter-Lauf und man ist gerade so aus den Startblöcken raus. In dem Sinne bedanke ich mich für eine sehr sachliche Diskussion, ja, empörungsfrei, und ja, freue mich, wenn wir uns in dieser oder anderer Konstellation wieder hier auf dem Podium sehen. Vielen Dank. Applaus